Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie haben das ja gemerkt, eine Woche Pause, wir waren gesperrt. Das war jetzt die 6. oder 7. Löschung in diesem Kanal. Ich hatte ein Interview geführt mit dem Prediger und Theologen und Publizisten Dr. Lothar Gassmann und wir haben über die Impfung, über die Zwangsimpfung und Corona aus biblischer Sicht gesprochen. Und Sie wissen ja, hier auf YouTube gilt das, was die WHO sagt und was aus der Bibel kommt, das war in diesem Fall zweitrangig oder einfach viel zu widersprüchlich. Ich habe jetzt die eine Woche, danke für die vielen Mails, die kamen mit Zuspruch und von Zuschauern, die gesagt haben, wann kommen Sie denn wieder, jetzt geht's wieder los. Die Woche Pause habe ich genutzt, um einmal natürlich ein bisschen aufzutanken und dann zum anderen auch etwas zusätzlich für Sie zu machen. Wir haben noch einen Backup-Kanal jetzt auf Odyssee. Ich zeige den Link unter diesem Video und wir haben auch begonnen, unsere Videos umzuwandeln in MP3, also reine Audio-Versionen. Da hören Sie nur das gesprochene Wort sozusagen und viele von Ihnen, das weiß ich ja aus den Kommentaren, die nehmen die Informationen, die wir bieten, auf, wenn Sie unterwegs sind, zur Arbeit, von der Arbeit, beim Reisen oder auf der Autobahn einfach. Und da können Sie jetzt auch ganz leicht nebenher das sich anhören, was wir in Videos bringen. Wir werden auch in Kürze die letzten 100, 150 wichtigen Videos umwandeln und Ihnen dort zur Verfügung stellen. Der Kanal heißt anchor.fm. Auch diesen Link zeige ich unter dem Video. Sie müssen sich also gar nichts merken oder aufschreiben. So, da heißen wir Sie ganz herzlich willkommen. Und übrigens ist das so, die Podcasts können Sie auf verschiedenen Podcast-Kanälen auch abrufen. Zum Beispiel können Sie uns auch auf Spotify sehen. So, jetzt noch eine kleine Bitte. Lassen Sie uns zusammen gegen den Wahnsinn und gegen die Zensur vorgehen. Empfehlen Sie einfach, was ich Ihnen gerade gesagt habe, weiter. Zeigen Sie möglichst vielen Freunden und Bekannten und Mitstreitern, dass wir dort auf den anderen Kanälen auch präsent sind, damit wir dort schnell die Präsenz aufbauen können und dann unabhängiger werden. So, und jetzt geht's weiter in diesem Wahnsinn. Sie merken, ich habe die Energie wieder aufgebaut und die hatte ich auch vorher natürlich, aber es tut einfach gut, nach so einer kurzen Phase, wo man mal tief durchatmen konnte, dann auch wieder mit mehr Schwung weiterzumachen. Der Schwung ist überhaupt nicht verloren gegangen und es gibt auch genügend Steilvorlagen aus der Politik, das wissen Sie alle. Also bis in Kürze.